Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus dem Hundesalon Lilly. Wir haben jetzt hier meine Auszubildende, die Simone Lö, die hier eine zweitägige Schulung zum Trimmen macht. Wir haben jetzt hier auch den kleinen Kernterrier Pina auf dem Tisch und die Pina, die wird jetzt gleich fachmännisch abgetrimmt. Das wird der Simone heute beigebracht. Die hat auf jeden Fall sehr schönes Trimmfell. Das Fell ist schon richtig reif. Und ja, das wird die Simone jetzt heute und nächste Woche lernen hier. Bevor wir mit dem Trimmvorgang beginnen, arbeiten wir jetzt mit dem King Coat die Unterwolle und schon die toten Haare von der Pina aus. Und da kommt ja schon eine ganze Menge zusammen. Und wenn wir den Hund jetzt mit dem King Coat schön sanft und sachte ausgearbeitet haben, dann kommt der Prozess des Trimmens. So, die Seite hat die Simone schon ganz wunderbar abgetrimmt. Unten haben wir das Fell stehen gelassen. Das wird nachher mit der Schere, mit der Modellierschere eingekürzt. Der Kopf ist auch noch nicht abgetrimmt. Und jetzt arbeitet die Simone mit dem Trimmstein mal weiter zum Ausprobieren. Das klappt auch gut, ne, Simone? Ja, auf jeden Fall. Also hätte ich nicht gedacht. Aber wenn man dann ein Gefühl dafür entwickelt, dann kommt es langsam. Sieht schon sehr, sehr schön aus. So, die Pina ist abgetrimmt. Die Brust und die Übergänge werden jetzt mit der Modellierschere eingekürzt, weil die Pina kein Show-Kernterrier ist, sondern sie wird kommerziell geschnitten und von daher bzw. getrimmt und von daher dürfen wir vorne den Brustbereich auf jeden Fall auch mit der Schere einkürzen. Vor allen Dingen hat sie da auch ganz feines, weiches Fell. Und ja, Simone, ja, von unten nach oben, genau, prima. Und orientiere dich an der Demo-Seite, die ich dir vorgemacht habe, und das schneidest du nach. Super, Simone. Die Pina ist jetzt fertig. Schön abgetrimmt, schönen Kopf. Und ja. Jetzt sehen wir die Simone hier mit ihrem zweiten Modellhund, der Trimmhund, der Dackel, Rauher Dackel Heini. Heini ist jetzt auch schon 4 Monate nicht bei uns gewesen und man sieht das ganz deutlich bei ihm auch, wie das Fell hier überschüssig ist, was jetzt gleich alles von Simone abgetrimmt wird. Wir machen ihr einen schönen Dackelkopf und die Füße werden eingekürzt und dann geht's gleich los. So, wir sehen jetzt die Simone hier aktiv während der Trimmarbeit am Rauher Dackel Heini. Komm her. Hat auch schon zum Teil sehr, sehr gut geklappt. Hier oben haben wir noch Fellüberschüsse, die nehmen wir aber gleich dann mit dem Trimmstein weg. Genau, mach einfach mal weiter. Prima. Den Kopf müssen wir nachher noch einkürzen. Das machen wir dann alles schön mit der Modellierschere. Und Simone, wie siehst du jetzt im Vergleich zu letzte Woche, wo wir den Kernterrier als Modellhund hatten und jetzt den Rauher Dackel? Ja, das ist schon ein Unterschied, ne? Ja. Also auch von der Fellbeschaffenheit ist ein großer Unterschied, ne? Also da muss man jetzt ein bisschen umdenken und auch anders zupfen teilweise, ne? Und ja, aber funktioniert. Schön.
Und du hast Freude, ne? Ja. Macht dir Spaß. Macht ja. Sehr Spaß. Mit der Hand und ab und zu mal mit dem Trimmstein dann im Wechsel. Also es funktioniert. An manchen Partien geht es halt besser mit dem Trimmstein, finde ich. Ja. Ne? Als so mit den Fingerlängen. Der Trimmstein funktioniert ja. Halt sehr gut ja. bei weichem Fell, ja. Ne? Wie jetzt da an den Flanken, genau, da arbeitet man. Genau, da arbeitet man wunderbar, kann man wunderbar mit dem Trimmstein arbeiten. Ne? Mhm. Super. So, oben machen wir jetzt noch eine Korrektur, ja. Aber das sieht schon sehr schön aus. Meine Heini ist jetzt abgetrimmt. Jetzt befinden wir uns im Finale. Simone schneidet jetzt den Kopf komplett mit der Modellierschere. Simone, jetzt ist der Heini fertig, ne? Ja. War ja dann zum Schluss ein bisschen unruhig, ist aber super süß geworden. Super siehst du aus, Heini. Hast du schön gemacht, Simone. Sieht richtig schön aus. Ja, und wie ist jetzt so dein Eindruck? Ja, also ich finde, dass das schon ein großer Unterschied zum letzten war. Zu dem Kernteil, ja. Ja. Und verschiedene Techniken dann doch noch zu berücksichtigen sind, gerade an den Seiten und auch hier an der Brust, ne, mhm. Wo man sich dann vielleicht manchmal gar nicht traut zu zupfen, weil man meint, es wäre alles auch von der Haut her so empfindlich, aber da sind dann doch so Stellen, was man dann nachher doch sehen kann, dass es dann noch raus muss. Ja, ja, und Gesicht geschnitten. Ja, es hast du ein richtig ja. Schönes Dackelgesicht jetzt, ne? Ist ja. Ganz prima geworden, ja. Ne? Also das erste Mal für meinen Dackel, denke ich mal. Hat das super geklappt, hat ne? Hat super geklappt. Und ich konnte auch viel Techniken mal vom letzten an noch. Man muss ja auch erstmal das Gefühl dafür bekommen. Auf jeden Fall. Ja. Ne? Wir haben ja jetzt hier die Trimmtechnik einmal mit das Zupfen. Ne, das Handstripping haben wir ja. Gelernt und genau. Trainiert und das ist mit auch das, was ich hier schule, genau, genau mit den Fingerlingen und dann mit dem Trimmstein, genau. Ne, genau, super, wunderbar, ja, dann sagen wir mal bis zum nächsten Mal, ja. Ne, tschüss. Tschüss.